Hallo, guten Morgen. Ja, wie wäre es, wenn wir diese Zeit, die wir jetzt haben, absolut perfekt nutzen? Und zwar habe ich mir gestern überlegt, um was geht es eigentlich? Es geht doch darum, dass wir jetzt hier Klarheit bekommen über was wir wirklich wollen. Dass wir Klarheit darüber bekommen, was wollen wir, wenn wir jetzt aus diesem Modus, aus diesem Ruhemodus, wir sind jetzt im Manifestiermodus. Wie wäre denn das? Dass die ganze Welt jetzt in einem Modus ist, in dem es darum geht, sich klar zu werden. Wie will ich es haben? Wie will ich mein Leben haben? Wie will ich die Welt haben? Wie will ich meine Beziehungen haben? Wie will ich meine Gefühle haben? Darum geht es doch jetzt, oder? Und dass wir da jetzt, hallo, guten Morgen, ich versuche es gerade hier noch ein bisschen zu teilen, dass wir jetzt da wirklich unsere Arbeit, unseren Fokus da reinlegen, das ist doch das Wichtige. Ja, also, der erste Punkt ist tatsächlich, sich zu überlegen, wie will ich es haben. Gestern kam mir eine Manifestation, die ich wirklich haben will. Und das Wichtige daran ist, es muss zum Anfang, sollte es etwas sein, das du wirklich, wirklich gerne haben willst, aber, Lipgloss, hallo. Also, es sollte etwas sein, jetzt muss ich mal schauen, ob ich das jetzt hier endlich teilen kann. Guten Morgen. Etwas sein, was du gerne, gerne haben möchtest, aber was ein nice to have ist, also wo du okay bist, auch wenn du es nicht bekommst, ja. Denk dir jetzt mal etwas aus, was du wirklich, wirklich gerne haben möchtest. Ich lasse dir jetzt ein bisschen Zeit, was du gerne haben möchtest, aber du kannst damit leben, wenn es nicht kommt, ja. Weil wenn es etwas ist, wo du unbedingt haben willst, wenn es etwas ist, dann bringst du deine Energie eben nicht dorthin, wo sie sein muss. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir zu Anfang etwas aussuchen, wo wir sagen, oh mein Gott, das würde so mein Herz erfreuen. Das wäre so eine wunderschöne Überraschung. Das wäre so ein wunderschönes Geschenk des Universums, des Lebens, was mich so erfreuen würde. Also, das nächste ist, wenn du es dir ausdenkst, gehst du in das Gefühl und sagst, habe ich das verdient? Weil wenn da nur eine kleine Gedanke, eine kleine Überzeugung ist, dass du es vielleicht nicht verdient hast, dann ist es jetzt ganz, ganz wichtig, dass du diese Überzeugung reinigst, dass du das aus dem Weg nimmst, dass du dich in den klaren Empfangsmodus bringst, ja? Also, kam das zu mir, das war plötzlich für mich so ein allein, also so ein ganzheitlicher Wunsch, den ich plötzlich gespürt habe, dass ich gesagt habe, ja, das möchte ich. Das ist etwas, was ich möchte. Ich werde es auch nicht verraten, aber ich werde es euch verraten, wenn es in Erfüllung geht. Das verspreche ich euch. Ich will euch jetzt nur mitnehmen, dass ihr euch auch etwas packt. Und zwar das war etwas, wo ich eigentlich schon immer wollte, aber wo ich mir doch noch nicht ganz eingestanden habe, dass ich es wirklich will, weil ich noch irgendwelche Urteile, Beurteilungen hatte, die mir diesen Wunsch schlecht gemacht haben oder madig gemacht haben, den ich mir ausgeredet habe. Das passiert ganz, ganz oft, dass wir Wünsche haben, die in uns drinnen schlummern. Die wir sagen, Mensch, wäre das nicht schön, wenn das so wäre. Aber, na, vielleicht will ich es doch nicht und es hat die und die Nachteile und wenn ich dann und dann, das und das würde dann vielleicht als Konsequenz mit diesem Wunsch mitkommen. Diese Konsequenz möchte ich ja auch nicht tragen. Ja, diese Geschichten, die müssen wir reinigen. Dieser Wunsch muss rein sein, wie eine Blüte, rein sein wie dein Herz. Es muss dich ganz, ganz tief begeistern, das zu haben und du darfst keine negativen Befürchtungen mit diesem Wunsch verbinden.
Ja, du darfst keine Vorurteile haben, sondern es muss ein ganz reiner Wunsch sein, der du in deinem Herzen spürst, wo du sagst, oh ja, oh mein Gott, wenn ich das habe, das erfüllt mich mit so viel Glück, mit so viel Freude, mit so viel Dankbarkeit. Und dieses Gefühl zu spüren im Zusammenhang mit diesem Wunsch, den du hast. Wenn du das hinkriegst, wenn du das spürst, dann ist es der richtige Wunsch. Dann ist es der Wunsch, den du jetzt mitnimmst in die Manifestations-Challenge. Ich möchte gerne jeden Tag, das gehe ich live, und jeder, der dabei sein will, kann seinen Wunsch mitnehmen und wir kultivieren diesen Wunsch energetisch und zwar so lange, bis für uns kein Zweifel mehr entsteht, dass es die absolute Realität ist. Spür mal kurz deine Beine, deine Füße auf dem Boden, ja? Du spürst deine Füße auf dem Boden. Und wenn du jetzt schon einen Wunsch hast, du kannst auch noch mal zurückgehen in dem Video und kannst noch mal anfangen, deinen Wunsch rauszukristallisieren. Du kannst ihn auch wechseln. Aber ich würde dir empfehlen, dass du dich auf eine Sache, auf einen Wunsch wirklich festlegst, der der richtige ist, der die richtige Qualität hat, der eben dein Herz zum Schlagen bringt, dich zum Hüpfen bringt, wo du dich echt siehst, dass wenn dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist, dass du einen Freudentanz abhältst. Also, spür deine Füße, nimm diesen Wunsch und spür diesen Wunsch. Spür die Füße, die sind auf deinem Boden. Und spür deinen Wunsch, der ist in deinem Herzen. Ja? Spürst du, wie realistisch die Füße auf deinem Boden sind, wie du damit wackeln kannst, wie du auf den Boden klopfen kannst? Es ist realistisch. Und jetzt gehst du zu deinem Wunsch, der in deinem Herzen ist, und spürst da drin diese Freude, dass dieser Wunsch da drin ist, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, dass es eine Blüte ist. Und das ist genauso realistisch. Ja, das sind zwei Realitäten. Und diese Realität, die du zwar jetzt im Moment mit deinen äußeren Augen noch nicht sehen kannst, kannst du jedoch mit deinen inneren Augen, kannst du das sehen oder spüren, deine Gefühle, deine Begeisterung, das gehört alles zu deinen inneren Wahrnehmungsorganen. Und so ist dieser Wunsch jetzt da bei dir, der ist da, der wird schlüpfen, der wird auf jeden Fall schlüpfen, weil du so begeistert bist, weil du diese Vorstellung so liebst, diese Vorstellung von dir, wenn dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist, liebst du. Du liebst diese Vorstellung, dass du mit diesem Wunsch Hand in Hand gehst. Das macht dich so glücklich und froh. Und deswegen kann es nicht anders sein, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, wenn du, was ich vorher gesagt habe, diesen Wunsch wirklich rein hast, kristallrein, klar, ohne Angst, ohne Vorstellungen, dass du es vielleicht nicht verdient hast, ohne Vorstellungen, dass irgendwie im Außen etwas Einfluss nehmen könnte, dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung geht. Diesen Wunsch musst du so, so reinhalten, so kultivieren, nichts dran lassen. Keinen Zweifel, keine Angst. Oh mein Gott, was mache ich, wenn es nicht in Erfüllung geht? Diese Reinheit dieses Wunsches, das bringt diesen Wunsch dazu, dass er sich ausbreiten kann, dass er sich materialisieren kann, dass du irgendwann mal siehst, wow, das ist aus mir herausgekommen, das ist aus mir heraus entstanden. Und mein Wunsch ist wirklich ein Wunsch. Ich kann ohne den leben. Absolut. Ich habe sehr, sehr lange ohne diesen Wunsch, dass er sich realisiert hat, gelebt. Aber jetzt habe ich ihm eine Wertigkeit gegeben und habe gesagt, ja, das will ich wirklich. Das will ich wirklich haben. Und es wird sich manifestieren, weil ich es so fest haben möchte. Und wenn du jetzt diesen heutigen Tag als Tag 1 nimmst, unser Manifestations-Challenge, und wirklich diesen Wunsch dir rausschälst und nimm wirklich etwas, wo du sagst, es wäre so nice to have, es wäre so ein Add-on, es würde mich einfach so zusätzlich begeistern, wenn ich das hätte, was auch immer das ist, nimm das, mach es rein, mach es klar und gebe ihm diese große Energie. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich werde um 9 Uhr früh live gehen
Und dann werden wir weiterarbeiten, werden wir diese Energie weiter kreieren, werden wir diese Freude weiter kreieren. Und bis es selbstverständlich ist, dass dieser Wunsch Teil unseres materiellen Lebens ist, Teil unserer materiellen Realität wird, weil er so klar in unserer immateriellen Realität von uns manifestiert worden ist, von uns von allen Seiten betrachtet, gefühlt, geliebt und begeistert worden ist, okay? Ich denke, das ist eine coole Sache, die wir jetzt machen können. Und wenn es einmal in einer Sache geklappt hat, dann weißt du ganz genau, dass das die Gesetze des Universums sind, dass das die Gesetze der Schöpfung, der Kreation, der Manifestation sind und dass das aus dir herauskommt. Also lass uns üben. Lass uns üben mit dieser kleinen Geschichte, die uns so begeistern würde, wo wir aber nicht davon abhängig sind, dass sie tatsächlich eintrifft. Ganz, ganz wichtig, okay? Also schaut euch das Video nochmal vom Anfang an. Da geht es darum, was ist der richtige Wunsch? Was für eine Qualität sollte der haben? Und dann sehen wir uns morgen wieder und wir machen weiter und ja, wir müssen ja nicht teilen, was es ist, aber wir werden teilen, wenn sich das Erste im Außen zeigt, okay? Wenn sich das Erste materialisiert hat, wow, dann machen wir eine Riesenparty, okay? Wir haben eh nichts Besseres zu tun, als unsere Zukunft zu kreieren. Lasst uns das machen mit einer Begeisterung. Nachher ist Corona vorbei und wir werden überhaupt nicht mehr aufhören damit, weil wir nur noch als Schöpfer unterwegs sein werden, weil wir gar nichts anderes mehr kennen. Oh, danke Corona. Super geil, dass wir jetzt alle zusammen diesen Weg gehen können. Ich finde es so klasse. Ich freue mich. Schönen Tag, ihr lieben Manifestierer. Bis dann.